Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Nier. Wir sind hier gerade aktuell in Müllberg und werden uns hier mit der nächsten Mission auseinandersetzen, denn wir haben hier in Müllberg mit Gideon gesprochen. Hoppla, falsche Taste. Laufende Missionen. So, wo haben wir denn diese Mission? Die Schattenarmee. Ist es das gewesen? Ganz genau. Genau, das ist unser erster Teil der Mission gewesen. Sammle 5 kaputte Batterien und 5 kaputte Motoren, um den Aufzug in Müllberg zu reparieren. Das haben wir dann auch getan. Und wir haben die Ersatzteile besorgt und ihm Gideon gegeben. Und er hat uns daraus ein Teil hergestellt für den Aufzug, damit der dann wieder funktionieren kann. Na, jetzt weiß ich, wichtige Items, hier wird er höchstwahrscheinlich mit dabei sein. Halbgut 1 und 2, genau, Aufzugsteile. Das sind die Aufzugsteile gewesen. Treibgut, mir fehlt noch die dritte Kiste. Ich würde die gern finden. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass man die hätte vielleicht in den Nordfeldern finden können, vielleicht. Denn da ist ja viel Wasser. Moment. So, nein. Ah, das ist der Aufzug. Den können wir doch nutzen. Den können wir doch nutzen. Oder nicht? Ah, nee, wir müssen ja die Teile im Erdgeschoss. Ja, deshalb funktioniert er ja nicht. Oh ja, wie blöd. Darauf hätte ich ja auch jetzt von selber kommen können. Ja, dann müssen wir hier nochmal durchlaufen. Okay, dann bin ich jetzt mal auf die Monster gespannt, die hier sind. Denn hier wird sich ja jetzt bestimmt auch einiges geändert haben. Was die Monster angeht. Ich wollte eigentlich hier die Leiter gar nicht runter. Ich wollte hier eigentlich runterspringen. Warum dreht sich die Kamera jetzt so? Ich habe damit gar nichts zu tun. Gut, das funktioniert hier nicht. Moment. So. Genau, lass uns mal hier hin. Wir sind ja aber nicht im Erdgeschoss. Aber dennoch würde ich das gern probieren. Erstes UG. Nein, weder noch. Ich möchte ja nicht ins UG, ich möchte ins EG. Okay, ich bleibe jetzt erstmal auf dieser Ebene hier. Wie war das hier nochmal? Achso, ja natürlich. Moment mal, war das hier nicht eine Sackgasse? Ja, wir werden es gleich herausfinden. Ich meine schon. Moment, komme ich jetzt hier auf die Karte und kann trotzdem schieben? Nein. Okay, das sollte reichen. Das reicht mir. Super. Okay, dann gucken wir mal. So, und hier vorne haben wir unsere ersten Friends. So, das ging doch schon mal ziemlich flott. Zack, ein Schlag. Perfekt. So, dann kommen wir hier in eine Sackgasse. Kaputte Antenne. Ja, kann ich nicht mehr mitnehmen, weil alles voll. Also, wir müssen einfach die Teile in diesem Aufzug austauschen. Ja? Perfekt. Nun kann ich in das erste Obergeschoss hoch. Okay, dann wollen wir mal ins O gehen. Kommt jetzt hier ein Monster raus? Achso, okay, ich dachte schon, weil die so Sicherheitsabstand genommen haben. Ich hätte schwören können, ich hätte gerade einen Affen gehört. Mechanical monsters. Now shit. Some manner of curse been placed on this mountain. You don't see me complain. If there's shades to kill, I'm a happy man. Ja, super. Here comes some more. Wo? Suddenly dedicated to this attack. Ja, die Tür ist kaputt. Das hätte mich jetzt auch gewundert, weil da geht's doch eigentlich nicht weiter. Und hier auch nicht. Aber hier geht's weiter. Mal gucken. Oh, okay. Die hier wollen wirklich spielen. Ist ja auch alles schön und gut, gar kein Thema. So, Moment. Hier habe ich auch noch eine Faust für euch. Zack. Wir haben... Oh my God. Oh my... What the... Ey, wo kommt ihr jetzt auf einmal her? Wollt ihr mich komplett veräpfeln? Okay. So, Moment. Zack. Der ist raus. Oh mein Gott.
Careful, my ass, Alter. Ich feier die. Okay, hallo. Die Kleinen hier, die meinen auch immer, übertreiben zu müssen hier. Okay. Moment, raus mit dir. Und du auch. So, ich glaube, hier tut sich gleich noch was. Diese Schatten sind ganz schön trickreich, wenn sie so zusammenarbeiten. Ich denke nicht, dass wir diese Taktik zum letzten Mal gesehen haben. Wir sind in Zukunft lieber vorsichtig. Ach, ist es das gewesen? Sehr schön. Ich nehme mal medizinische Kräuter zu mir. Super. Okay, und jetzt? Haben wir es geschafft? Sind wir fertig? Ins Erdgeschoss? Ja, dann gehen wir jetzt nochmal runter. Also scheinen wir die Mission dann jetzt erfüllt zu haben. Ich gehe mal davon aus. Dann gehen wir jetzt einfach mal nochmal zu Gideon. Ich denke, dass wir aber auf dem Weg nach draußen bestimmt noch überrascht werden. Oder, Moment mal, ich laufe mal noch hier hinten hin. Es gibt ja bestimmt noch andere Stellen im UG. Vielleicht kommen wir durch einen anderen Aufzug ja noch auf die andere Seite des UGs. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, dass ihr mich alle angreifen wollt. Ich muss aber jetzt erstmal zum Fahrstuhl. Hier gibt es, glaube ich, gar keinen Fahrstuhl mehr. So, oh, hi. Moment, zack. Ah, da haben wir zwei Schläge benötigt. Okay, Moment, ich helfe hier sehr gerne. Jetzt kommen die mir natürlich alle nachgeflogen. Okay, was haben wir da so Schönes? Sehr gut gemacht. Kaputte Batterien und kaputte Motoren. Kaputte Motoren sind toll. Ja, ich komme wohl nicht drum rum. Ich muss euch alle abschießen, bekämpfen, wie auch immer. Ich meine, es macht ja auch nichts. Ich meine, ich brauche ja die Teile für die Missionen. Kaputte Motoren. Batterien. Nehmen wir jetzt erstmal alles mit. So, aber trotzdem würde ich jetzt mal gerne hier rein. Ich frage mich, wo ich die Kristalle herbekomme. So, alles klar. Hey! Achso, ja stimmt. Es wäre ja sonst unfair euch gegenüber, wenn ich euch ja schon angreifen könnte und ihr gar nicht die Möglichkeit habt. Ja, ich verstehe das Ganze schon. Das wäre auch echt unfair. Aber ihr seid halt schwach. Gott sei Dank. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ist das Tor offen? Käme ich jetzt hier ohne Probleme raus? Kaputte Antenne, aber ich kann nichts mehr tragen. Weil jetzt juckt mein Auge. Okay. Kann nicht noch mehr getragen werden. Aber ich habe einen kaputten Arm. Okay. So, ich laufe jetzt trotzdem mal weiter. Ja, es scheint, als wären wir eingeschlossen. Okay. Dann kommt mal raus. Zack. Du bist raus. Du bist auch weg vom Fenster. Genauso wie du. Und du auch. So, Moment. Ja, zack. Und du bist auch raus. Okay, so, Moment. Jetzt muss ich die Karte öffnen. Genau, ich möchte jetzt erstmal hier rein. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir jetzt nochmal gegen so einen Großen kämpfen. Ja, ja, ich weiß. Oh, bin ich jetzt... Ich wollte gerade sagen. Bin ich jetzt alleine? So, guck mal. Ich hatte gehofft, euch irgendwie beide mit einem Schlag zu erledigen. Okay. So habe ich mir das vorgestellt. Rätselhafter Schalter. So, das nehme ich alles gerne mit. Kaputte Antennen kann ich nicht mitnehmen. Ich habe mich gerade gesucht. Ich habe Nier gerade nicht gesehen. Oh, war's das? Sind wir fertig? Tatsächlich. Okay. Na gut, dann möchte ich aber trotzdem mal noch hier oben rein. Kisten. Ah, verbeulte Metallplatten. Können wir davon noch welche tragen? Moment mal, ich helfe hier mal ein bisschen nach. Zack. Ey, geht's euch noch zu gut? Ausgerissener Bolzen. Verbeulte Metallplatte. Also dafür ist noch Platz.
So, hi. Ich dachte gerade im ersten Moment, dass da jetzt noch mehrere Schatten rausgekommen sind, weil das so dunkel gewesen ist. Keine Ahnung, was da drin war. Aber es ist auf jeden Fall kaputt. Kommen wir raus? Achso, wir sind schon fertig. Ja gut, dann kann ich ja jetzt ganz easy zu Gideon zurück. Jetzt muss ich nur nochmal die Karte aufrufen. Genau, wir müssen hier nach links. Item erhalten. Ich erhalte immer noch Items. Super, weil das Spiel nicht hinterher kam. So viel habe ich aufgesammelt. Sehr schön. Genau, lass uns mal hier durch. Und jetzt muss ich hier nochmal kurz die Karte öffnen. Auch hier nach links. Okay. Ja, dann hätten wir es eigentlich geschafft. So, auch hier nochmal. Chip, chip. So, dann müsste jetzt hier irgendwo die Kiste sein, die wir verschoben haben, oder nicht? Okay, wir haben aber alles. Also, denke ich mal zumindest. Ne, ich habe auf jeden Fall das gemacht, was er von mir wollte. Und die Monster haben wir ja bekämpft. Wisst ihr was? Hier stelle ich mich jetzt mal gerade hin, damit ich mal komplett hochgeheilt werde. So. Jawohl, es sieht danach aus. Hey Gideon, I'm back. Hey. Wir haben die Schaden erledigt. Ah, vielen, vielen Dank. Nun kann ich meine Waffen noch mächtiger machen. Und das bedeutet, ich kann noch mehr Roboter töten. Mach du dir keine Sorgen wegen der Schatten. Machst du dir keine Sorgen wegen der Schatten? Achso, das ist eine Frage, okay. Machst du dir keine Sorgen wegen der Schatten? Ich meine, immerhin hat einer von ihnen deinen Bruder getötet. Nein, das haben sie nicht. Lügner, Lügner! Roboter haben meinen Bruder getötet, nicht Schatten. Große, böse Roboter haben ihn mit einer Brücke zerquetscht. Werde die Roboter töten, werde sie alle töten, sie zermalmen, sie zerstampfen. Nicht wahr, Jacob? Nicht wahr? Ich fürchte, der Junge hat den Verstand verloren. Er scheint nichts mehr empfinden zu können, außer Hass auf diese gedankenlosen, mechanischen Automaten. 30.000 Gold erhalten, dankeschön. Ich meine aber, auf der anderen Seite kann man es ihm verübeln. Ich meine, der hat wegen den Roboter seine komplette Familie verloren. Ich spreche jetzt nochmal hier mit ihm. Willkommen. Genau, Waffen verstärken oder Items kaufen. Ah, kaputte Linsen. Okay, Moment, ich werde euch mal rausschneiden. Ich muss mal gerade überprüfen, wie viele kaputten Linsen ich für meine Mission benötige. 6 kaputte Linsen benötige ich für den Mann. In Meeresfront, der vor dem Leuchtturm steht. Also 6 Stück brauche ich noch. Ich brauche insgesamt 10. Okay, vom Geld her ist das voll in Ordnung. Alles klar. So, vielen, vielen Dank. Genau. Ich wünsche dir dabei viel Glück, mit deinen Waffen zurechtschmieden und die Roboter zu vernichten. Daumen sind gedrückt. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du jederzeit nach uns rufen, schreien. One could say it was his just punishment. Still, he was with a woman he loved at the very end. I trust his final moments were happy ones. Who cares if he was happy? He's dead now. Then I fear the truth of the matter will always be a mystery to us. Ja, also die gerechte Strafe jetzt, weil er ja halt nicht so der treueste Mensch gewesen ist, das finde ich jetzt schon ein bisschen krass. Das ist schon ein bisschen zu hart. Ich bin jetzt doch zurückgelaufen, weil ich doch nach dieser Kiste Ausschau halten möchte. So, genau, hier weg mit euch. Oh, Moment. Hier haben wir doch was, ein altes Schulbuch. Ich frage mich immer noch, was ich mit diesen ganzen Büchern tun kann. Kann ich dir irgendwie helfen? Hier, da vorne! Hier ist sie, ich spreche ab! Angeln? Nee, ich möchte sie nicht angeln. Untersuchen! Ich denke, dies ist Teil der Ladung, die hier angespült wurde. Mitnehmen, ohne hineinzuschauen. Sie hat mich gebeten, nicht hineinzuschauen. Diese Aufgabe wird einfacher sein, wenn ich ihrem Wunsch entspreche. Treibgut 3 erhalten. Wir haben alle.
Okay, die Ladung ist vollständig. Bringen wir sie zur Kundin zurück. Oh, zum Glück bin ich doch hier runter und habe mich dazu entschieden, hier abzusuchen. Gott sei Dank. So, dich nehme ich natürlich auch mit. Ich bin nämlich hier der Echsenschwanzsammler hier. So, bitte sei Holz. Ich brauche Holz, Silbererz, ey. Kann doch nicht wahr sein. Ich wünschte, ich könnte Holz kaufen. Holz kaufen. Moment, wo ist der denn jetzt? Hier. So, weg mit dir. Medizinische Kräuter. Die brauchen wir nicht. Stehen bleiben. Boah, super. Echsenschwanz erhalten. Dann haben wir hier jetzt einige Missionen erledigen können. Wow. Okay. Ich werde euch alle erstmal hier unten in Empfang nehmen. Genau. So, dann komm du mal her. Ey! Ich habe erst angegriffen. Oh, ich habe... Du hast das Tutorial gegen Angriffe freigeschaltet. Ey, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Habe ich jetzt echt noch ein Tutorial freigeschaltet? Ich dachte, ich hätte jetzt hier noch ein neues Wort freigeschaltet. Tutorial gegen Angriffe. Jetzt bin ich aber mal gespannt hier. Wo haben wir das denn? Gegenangriffe. Wir hätten hier auch mal Tutorial mit Prozentzahlen hinterlassen sollen. Drücke Y, nachdem du dich in der Luft erholt hast, um den Spezialangriff deiner Waffe auszulösen. Alles klar. Probieren werde ich es nicht, weil es wird mir höchstwahrscheinlich nicht gelingen. Ist das damit gemeint? Nee, das ist ja einfach nur unser Angriff hier. Es stand doch irgendwas mit Aufladen. Moment. Zack, immerhin. So, Moment, lass mich hier mal noch Schaden austeilen. So, haben wir soweit alles? Wunderbar. Dann werden wir jetzt mal unsere Mission hier abschließen. Angefangen hier, dann werden wir nach Meeresfront gehen und unsere zwei Missionen da noch abschließen. Okay, also als erstes mal hier in die Fußgängerzone. Ne, Marktplatz. Zum Marktplatz, Fußgängerzone, ihr wisst, was ich meine. So, und dann werden wir mal... Wo ist denn? Hier vorne ist die Dame. Hey. Ich habe euren Freund gefunden. Wirklich? Wo ist er? Nun, es tut mir leid, euch das sagen zu müssen. Aber er ist tot. Wir haben seine Leiche vor 5 Jahren im Müllberg gefunden. Ich hatte schon so ein Gefühl. Das ist die einzige Erklärung, warum er mich so lange nicht kontaktiert hat. Danke. Ich denke, ich werde mich jetzt wieder auf mein eigenes Leben konzentrieren. Hier ist ein kleines Geschenk für euch. Ich weiß, eure Kleinarbeit wirklich zu schätzen. 15.000 Gold erhalten, Dankeschön. Die Mission Der jämmerliche Mann ist abgeschlossen. Meister der Mission. Erfolg freigeschaltet. Hä? Aber ich habe doch noch gar nicht alle Missionen abgeschlossen. 42%. Okay, die Hälfte ist es auch nicht. Okay. Aber vielleicht, weil ich eine bestimmte Anzahl an Missionen abgeschlossen habe, werde ich die bestimmt bekommen haben. Ich fürchte, die Atmosphäre wird nie mehr so sein wie früher. Egal, wie sehr wir auch an der Sicherheit arbeiten. Ja, das war gerade ein Unfall. Ich wollte mit dir gar nicht sprechen. So, ich wollte mal kurz hier bei dir vorbeischauen. Wie sieht's aus mit Waffen? Du hast nichts mehr. Sehr gut. Dann. Hier. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ich habe doch eine Mission angenommen in der letzten Folge von Devola. Leuchtturm machen wir gleich. Die verstreute Ladung haben wir auch abgeschlossen. Bootsbau, dafür brauche ich noch Holz. Das Knarren, da brauche ich auch Holz. Hab ich nicht. Das Leben in der Wüste hatte ich angenommen, genau. Die Maske des Königs, was war hier nochmal? Achso, ja, das habe ich auch alles nicht zusammen. Da bin ich auch maßlos überfordert mit der beschädigten Karte hier. Okay, in Ordnung. Dann hätten wir das soweit. Okay. Dann werde ich jetzt erstmal hoch in die Bibliothek gehen und werde mit Popola sprechen. Die soll mir nämlich jetzt mal erzählen, wo
wo wir hin müssen, um mit der Story weiterzumachen. So, was habe ich hier? Holz vielleicht? Medizinische Kräuter. Ja, ja. So unnütz. Bis ich es brauche, ne? Ja, bis ich es brauche. Ich muss sie nur noch mal fragen, wo wir hin müssen. Um mit der Hauptstory weiterzumachen, weil ich das nicht mehr weiß. Bitte sei vorsichtig. Bitte sei vorsichtig. Ja, super. Dankeschön. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Aber ich denke mal zum verschollenen Schrein. Ansonsten wäre das X ja nicht da. Ich weiß es nicht. Aber immerhin, ein Versuch war es wert. Ich habe es versucht, mit ihr zu sprechen. So. Genau. Nächster Ort ist Meeresfront. Dann werden wir jetzt mal dorthin paddeln. Beziehungsweise uns dorthin paddeln lassen. Wir werden doch dorthin gepaddelt, nicht wahr? Das ärgert mich jetzt, dass ich nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Weil wir haben doch die Teile zusammen. Ich weiß nicht mehr. Wenn nicht, muss ich zur Not in die vorherige Aufnahmen schauen. Hallo, wo soll's hingehen? Ganz einfach nach Meeresfront. Okay. So, dann fangen wir an. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die Frau gewesen ist. Mit den... Doch, ich weiß, wo sie war. Oh, hier geht's nicht weiter. Ich meine, die ist hier vorne sogar gewesen. Bist du das gewesen? Wir haben eure Ladung. Ah, ausgezeichnet. Und alles scheint in einem guten Zustand zu sein. Hier ist euer Lohn. Bitte nehmt ihn. 20.000 Gold erhalten? Außerdem kenne ich den Besitzer der Apotheke in dieser Stadt. Ich denke, eure zukünftigen Geschäfte dort sollten ein wenig angenehmer verlaufen. Das sind gute Nachrichten. Ach ja, ihr wisst ja, wie es ist. In meinem Bereich gibt es immer Leute, die einem einen Gefallen schulden. Wie auch immer, es sollte besser gehen. Die Mission, die verstreute Ladung, ist abgeschlossen. Okay. Dann werde ich jetzt mal mit den Händlern sprechen. Dann haben die wahrscheinlich jetzt neue Sachen. Und die hätte ich bestimmt nicht kaufen können, wenn ich in die Kiste geguckt hätte. Ich würde jetzt schon gerne wissen, was die Konsequenz gewesen wäre, wenn ich in die Kiste geguckt hätte. So, Moment mal. Dann fange ich doch erstmal mit dir hier an. Ladenbesitzerin kaufen. Ja, da kann ich alles nichts gebrauchen. Tut mir leid. So, hier. Jeder Fisch kaufen. Ja, da brauche ich leider auch nichts. Trotzdem dankens. Was ist hier vorne für eine Mission, die wir annehmen können? So, da muss ich hier rein. Hier gibt es eine Mission für uns. Habe ich gerade auf der Minimap gesehen. Entschuldigt, ihr seid der Mann, der anderen hilft, oder? Nun, ich benötige eure Unterstützung. Wie kann ich euch helfen? Ich möchte, dass ihr ein Küchenmesser bei zwei Brüder Waffen kauft und zu mir zurückbringt. Ich bin bereit, eine schöne Stange Geld zu bezahlen, falls ihr Erfolg habt. Warum kauft ihr nicht einfach eins hier in der Stadt? Warum all der Aufwand für ein einfaches Haushaltswerkzeug? Nicht akzeptabel. Das Messer muss aus dem Müllberg sein. Ich zahle, was immer nötig ist. Alter, echt jetzt, ich bin erst dort gewesen. Nun, wenn ihr meint... Vielen Dank. Wenn ihr mir das Messer bringt, werde ich euch das Geld geben. Ja, danke. Danke. So, ich habe aber noch eine... Ah, stimmt. Leuchtturm. Da muss ich hin. Eine leere Flasche erhalten. Oh, wie nett. Ich mache einfach nur Meeresfront sauber. Ich habe schon so viele rostige Eimer aus dem Meer geholt, aus dem Meer gezogen. Ich habe Dosen aus dem Müll, aus dem Müll gezogen. Und jetzt hier noch Flaschen. Eine Hülle erhalten. Das wird ja immer besser. Könnt ihr mal sehen, wie verdreckt hier Meeresfront ist. Ein Meeresschildkrötenei ist das gewesen. Oh, was haben wir jetzt geklaut? Angeln? Nein, danke. Obwohl ich das ja müsste, ne? Mit dem Kugelfisch.
Aber ich brauche da einfach bessere Köder. Das, was ich habe, ist Schrott. Und ich weiß nicht, wo man Besseres herbekommt. Hallo. Hey. Ich habe euer Material. Danke, hier ist euer Lohn. 30.000 Gold erhalten. Die alte Dame ist fort, aber wir müssen den Leuchtturm in Gang halten. Die Mission, der herrenlose Leuchtturm, ist abgeschlossen. Jawohl, finde ich toll. Yo. Niemand harrt mehr in dem Leuchtturm aus. Aber er scheint auch so gut zu funktionieren. Es muss wahrlich hervorragend konstruiert sein. Vielleicht weigert sich die alte Frau selbst im Tod noch, ihre Pflichten zu vernachlässigen. Maybe. So, jetzt bin ich aber neugierig. Jetzt möchte ich aber doch auch mal kurz hier nach meinem Geld gucken. Also 17... Ne, das sind die Erfahrungspunkte. Oh my god, 138.160 habe ich. So, Grammar Rise Missionen. 45% abgeschlossen. Ja, blöd ist halt, alles was vor 5 Jahren passiert ist, ist weg. Wenn ich das gewusst hätte, ey. Dann hätte ich, ja gut, einige Missionen hätte ich da auch nicht erfüllen können, weil ich da auch irgendwie komische Sachen gebraucht habe. An denen ich dann auch nicht wirklich wusste, wie ich da rankomme. Guten Meeresfront gibt es jetzt hier eigentlich für mich nichts mehr zu tun. Also wir hätten dann jetzt noch, ja, wir haben noch gut Zeit. Und wir könnten dann, wir könnten nach Müllberg und uns das Messer holen, das wir hier brauchen für den Auftrag. Und wir könnten aber auch nach, ich habe ein Wort erhalten. Wortschmied-Erfolg freigeschaltet. Erfahrungspunkteanstieg plus 12%. Ist das nicht wenig? Haben wir nicht 15% gerade ausgerüstet? Das Wort Utira. Hoppla. Jetzt ist mein Kopfhörer gerade aus dem Ohr gefallen, weil ich mir gerade hier ein bisschen am Ohr rumgewuhlt habe. Ich wollte ihn eigentlich festmachen, weil ich gemerkt habe, dass er sich gelöst hat. So, auf jeden Fall können wir aber auch zur Fassade gehen. Denn da haben wir auch noch eine Mission zu erledigen. So, seid ihr fertig? Darf ich mal kurz in mein Wörterbuch gucken? In meinen Duden aufschlagen? Ja. Das wäre sehr nett von euch. Wörter, Waffen. Ah, Moment, das hier muss ich sowieso noch ändern, fällt mir gerade ein. Genau. So, EP-Anstieg 15%. Das hier sind 20, das ist ja auch richtig. So, und hier Erfahrungspunkte 15%. Und das hier sind 12. Ja, deswegen. Nö, danke. Dass wir das jetzt erst bekommen haben. Okay, weg hier. Weg, rollen. Ah, super. Der ist schon raus. Hey, das hättest du wohl gerne. Hier, Kollege Bratwurst. Was läufst du hier mit der Axt rum? Stimmt, die Banditen. Stimmt, das ist es in Fassade. Die Banditen. Königsfahren. So, vielleicht habe ich ja Glück und finde hier vorne nochmal Holz. Pflanzensaft erhalten. Ja, das ist auch sehr selten, dass man das bekommt. So, hier gibt es aber nichts zum Aufsammeln. Okay, ich werde mal hier vorne hinlaufen. Ob sich hier vorne vielleicht noch was tut an Schatten, das habe ich mir doch schon fast gedacht. Kupfererz. So, schnell eine Rolle machen. Oh, Moment. Da mische ich doch gerne mit. Zack. Okay. Und das hier gerne mitnehmen. Lehm erhalten. Super, der steht schon mit der Axt hinter mir und ist schon startklar, mir den Kopf von der Schulter zu schlagen. Aber daraus wurde nichts. Ja, das sind alles... Oh, rostiges Küchenmesser. Wenn ich das mal nicht brauche, ich könnte mir noch sehr gut vorstellen, dass ich da noch die ganzen Teile vorlegen muss, bevor der mir überhaupt dieses Messer schmieden kann. Wartet ab, ey. Dann kotze ich aber im Strahl, wenn ich da jetzt noch Kram zusammenfarmen muss. Okay, so. Was haben wir hier? Nichts. Bei dir habe ich alles gekauft. Ich habe die Mission hier bei dir angenommen von der Fassade. Und hätte das auch mit dem Messer hier bei ihr annehmen können, ne? Was ist hier los? Ich dachte gerade, ich habe was übersehen.
Okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wo wollte ich jetzt hin? Zum Müllberg. Da möchte ich hin. Ja, da kann ich sowieso nicht hin. Deswegen. Genau. Muss ich hier oben raus. Und dann würde ich danach in die Fassade gehen. Und dann habe ich ja eigentlich so an den Missionen bisher ja eigentlich alles erledigt. Ich glaube, ich hätte zwischendrin, bevor ich immer von dem einen, von der Hauptstory her, von dem einen Boss bis zum anderen gelaufen sind, ich hätte da vielleicht ein bisschen Pause machen sollen und da dann zwischendurch die Mission machen sollen. Was ist hier los? Ah, ne, hier wollte ich aber nicht hin. Das hier ist falsch. Disregard last. Wir sind hier falsch. Das ist nicht richtig. Ich wollte zu den Nordfeldern. Ja. Aber ich werde auf jeden Fall mit Devola nochmal sprechen, wenn wir dann zurückkommen und ich die beiden die Aufträge dann abgeschlossen habe. Mal gucken, was dabei dann noch rauskommt. He's paying a lot of money for us to go find some old cooking knife. Whether for love of food or love of fine cutlery, there is little doubt that this man is a serious customer. Maybe we could buy a whole bunch of knives for him. Then we'd be rich. If he had 20 arms and could wield a weapon in each one, I'm sure he would purchase a great many knives for himself. That would be awesome! Guys, this is a really stupid conversation. Ja, da stimme ich ihm zu. Unrecht hat er damit nicht. So, dann komm du mal her. Ich wollte jetzt auch noch irgendwas sagen. Und dann haben die aber angefangen zu babbeln. Und jetzt muss ich mal kurz nochmal das ganze Revue passieren lassen. Ach so, ja. Mit den Missionen. Also wenn es dann nichts Neues mehr geben sollte, was wir dann tun können. Ohne dass ich jetzt hier dann stundenlang grinden muss. Würde ich dann sagen, dass wir dann in der nächsten Folge dann aber wirklich mit der Hauptstory weitermachen. Oh, 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 oh. Schaut euch das mal an. Das Wort Besol erhalten. Für alle Kategorien Stärke plus 20%, Waffenmagie Stufe 7. Moment mal, das muss ich, glaube ich, ausrüsten. Waffen. Ah doch, ich bin bei Wörter. Aber ich habe Angriff plus 20% bereits. Moment, wie hieß das Wort jetzt nochmal? Ich muss jetzt mal hier so grob durch. 4, 6, 10, 12, 20. Da stand Level 7. Vielleicht kann ich das erst in der Waffe ausrüsten, wenn die auf Stufe 7 ist. Ist das darauf bezogen gewesen? Stimmt. Okay, dann... Ist das jetzt schon das dritte Mal in dieser Folge? Das hier ist jetzt die vierte Folge, die ich heute aufnehme. Entschuldigung, nein, ich habe euch belogen. Das ist die dritte Folge, die ich heute aufnehme. Und, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt heute zum dritten Mal nach Müllberg laufen oder ob das jetzt zum zweiten Mal ist in dieser Folge. So, schnell. Ah, nee, ich glaube, ich habe die Folge hier gestartet, ne? In Müllberg. Tatsächlich. Ich glaube doch, so ist das gewesen. So, hier rechts erstmal abchecken. Mit viel Glück ist das Holz. Aber bei meinem Glück ist es Lehm. Es ist Lehm. Super, immerhin. So, jetzt bin ich gespannt, was der von mir haben möchte, um das Messer herzustellen. Da bin ich jetzt gespannt. So, Gideon. Hoppla. Hier müssen wir hin. Oder ich muss vorher noch einen Auftrag erledigen, bevor er das tut. Bin ich mal gespannt. Hey. Hey, ich suche nach einem Küchenmesser. Tut mir leid, aber so etwas habe ich nicht. Ich glaube nicht einmal, dass ich die Materialien habe, um eins herzustellen. Na schön, was brauchst du dafür? 10 Titanlegierungen. Die könnt ihr von alten Robotern bergen. Ich komme später wieder. Ich werde ein Küchenmesser für euch anfertigen, wenn ihr mir 10 Titanlegierungen gebt. Nebenbei wollt ihr mich veräpfeln. Ich glaube, ich habe mal eins. Oh ne, die fahren mich nicht zusammen.
Moment, ich gucke mal. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe davon wirklich nur eins. Alle. Nein, Quatsch, wo bin ich denn jetzt hier? Mission? Laufende Missionen. Ich habe gar keins. Dem Laden fehlen 10 Titanlegierungen, um ein solches Messer herzustellen. Oh, das kannst du vergessen. Nö. Das mache ich nicht. Das werde ich in meinem privaten Spieldurchgang werde ich das tun für hier Achievements und so. Aber da quäle ich mich jetzt nicht. Dann gehen wir jetzt in die Fassade und machen dort weiter. Denn da gibt es ja auch noch eine Mission für uns. Und da, wow, komm, schnell steh auf. Gegen die kämpfen wir jetzt nicht, obwohl das ist schon eine Menge, was hier rumläuft. Moment, erstmal greife ich hier den an. Der fühlt sich auch irgendwie sehr wichtig. Medizinische Kräuter. Du nervst hier, ganz dezent, aber du nervst. Oh, Moment, was hat er hier? Lederhandschuh. Yeah. So hoch. Zack, und weg mit dir und hier oben weiter. Ah ja, natürlich. Hier ist die restliche Familie. Hey! Ihr seid echt anstrengend. So. Wüste. Da vorne kommen wir zum Märchenwald. Wie kamen wir nochmal zur Wüste? Wie war das nochmal? War das nicht sogar... Nee, das war, wo wir eben waren. Stimmt. Ich weiß noch mal, wie wir zur Wüste kommen. So, Moment. Das ist nämlich dort, wo wir eben gewesen sind, ne? Wo ich gesagt habe, ah nein, ich bin falsch entlang gelaufen. Da müssen wir hin. Ich habe hier genauso viel zu schneiden, wie in der letzten Folge. Das ist genauso viel. Ach, mein Auge. So, falls ich jetzt gerade hier so voll komisch laufen sollte, ich bin nicht betrunken. Ich habe nur was im Auge. Okay. So, oh. Wenn das mal keine medizinischen Kräuter sind. Yay, und Inventarlimit. Ja, mein Inventar sagt so, nein, wir haben keinen Platz dafür. Schade. Okay, der Cut, der ging jetzt mal gerade ein bisschen länger. Weil ich gerade nämlich hier noch mein Glas einschenken musste. Und was macht der denn hier? So, Vorsicht, ich muss zur Fassade. So, Echsenschwänze hole ich mal keine. Da habe ich jetzt, glaube ich, genügend von. Moment. Bitte sei Holz. Nein, medizinische Kräuter, die ich nicht aufnehmen kann. In Fassade. Da könnte ich vielleicht mal bei den Händlern gucken. Vielleicht kann ich mir da was kaufen. Vielleicht auch was an Köder. Das wäre ja mal eine Idee. Da gucken wir mal. Oh, der Sand sieht sehr dunkel aus, aber ich glaube, der sieht immer so dunkel aus. Okay. Ich glaube, ich benutze mal medizinische Kräuter, einfach nur, um ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein. So, hi, wie kann man euch helfen? Ey! So, spring am besten. So, weg mit dir. Mich wundert's ja, dass wir hier noch keine Spinnen angetroffen haben. Also, Spinnen generell schon, aber in der Wüste jetzt. Sag mal, was ist denn hier mit dir los? Den treffe ich nicht. Da oben ist auch noch einer. Katastrophe, Feuer. Scheibenkleister. Ach, das... Oh mein Gott, E-Mail, Entschuldigung. Es tut mir so unfassbar leid. Ich habe dich für einen kurzen Moment für einen unserer Gegner gehalten. Es tut mir so leid. Oh ja, ein Skorpion. Okay, ich frage mich ja immer noch, was mit diesen Teilen da ist. Irgendwas kann man damit machen. Aber wir haben bisher noch nicht herausgefunden, was genau wir damit tun können. So, genau, heb das mal auf. Kupfererz. Gut, dass wir Holz in der Wüste finden, das ist mir auch bewusst. Hey, ich bin doch gesprungen. Habt ihr das etwa nicht gesehen? Vorsicht. Vorsicht, mir. Komm, da reicht doch ein Schlag.
Komm, geh kaputt jetzt. Danke. Ich möchte das hier nämlich gerne aufsammeln. Und wir haben hier Moldavid erhalten. Was auch immer das sein mag. Was auch immer das sein mag. Das hat man uns bestimmt mal erklärt. Das haben wir bestimmt... Also ich weiß definitiv, dass wir das in unserem Inventar besitzen. Genau, zweimal. Ein abgebautes Gestein, das zu einem wunderschönen grünen Juwel verarbeitet werden kann. Hm, vielleicht zu einem Kristall. Aber wer tut sowas? Wer verarbeitet das? Moment, ich muss mich heilen. Wir haben hier eine Mission zu erledigen hier. Ich glaube, wir kämpfen jetzt. Hm, okay. Oder wir kämpfen noch nicht. Aber wir hatten doch eine Mission hier. Okay. Ich werde dann bestimmt noch mit demjenigen sprechen. So, gemäß Regel, ja, ja. Zeig mal, was du hier so hast. Ja, du hast eigentlich gar nichts, was mich interessiert. Das ist aber gut, denn so spare ich Geld. So, wie sieht's hier mit dir aus? Der Schmied, genau, kaufen. So, dann kaufe ich mal die ganzen Waffen hier. So, Erdrachenklaue, aus dem Fossil einer uralten Bestie gefertigt. Schwerfälliger als üblich, aber weiteres Schmieden kann das beheben. Sehr schwer. Angriffswert ist nicht so prickelnd. Der heilige Speer. Oh! Der Angriff auf 467, Magiewert 50%, aber das Gewicht ist schwer. Schade. Ein Speer, der einem Anführer der Kriegermönche gehörte. Dieser gab sein Leben, um seine Kameraden zu schützen. Okay, die Axt war ja schon gut. Okay, den werde ich mal ausrüsten und werde mal gucken. Oh, der Phönixspeer ist noch besser. Oh, den rüste ich aus. Gewischtes Mittel. Von Mönchen aus Federn des legendären Feuervogels geschmiedet. Sollte dieser Speer der Selbstverteidigung dienen. Okay. Kaufe ich. Diese Items kaufen? Jawohl. Schaut mal wieder vorbei. Oh, ja, ja, ja. Moment mal. Grimora Weiß. Waffen. Speere. Und dann werden wir mal diesen Phönixspeer. Mir fehlt nur noch ein Speer, oder was? Phönixspeer 490. Ausrüsten. Okay, Moment. Wörter. Es kommen ja auch noch Wörter drauf. Waffen. Phönixspeer. So, dann haben wir hier einmal dieses tolle Wort. Und wir benutzen natürlich die Erfahrungspunkte. Sehr schön. So, oh, der sieht aber auch noch gut aus, dieser Speer. Wow, langsam. Okay, ich glaube, wir kommen damit zurecht. Okay, mit wem muss ich jetzt aber hier sprechen? Mit dieser Mission hier. Moment, ich glaube, ich muss hier hoch. Ich muss mir das immer hier angewöhnen, hier in der Fassade, dass ich erst hochlaufe und dann runterspringe. Weil es ist einfacher, hoch runterzukommen als hoch. Wollte ich das so sagen? Ich weiß es nicht mehr. So. Gemäß Regel, genau, ja, alles klar. Die Regeln interessieren uns hier überhaupt nicht. Ja, das hier brauche ich auch alles nicht. Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und so. So. Ja, jetzt muss ich hier nämlich nochmal komplett außenrum. Aber wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich erst gar nicht darunter gesprungen. Hätte die erst gar nicht angequatscht. Ist nämlich alles gar nicht so prickelnd gewesen hier. So, genau. Ah, die Mission nehme ich hier bestimmt bei ihm an. Oder es handelt sich da um eine andere Mission. So, was konnte ich bei dir nochmal kaufen? Das weiß ich gar nicht mehr. Kaufen. Kristall. Okay, davon brauche ich zwei Stück. Holz wäre toll. Ich guck mal gerade hier in meine Missionen. Moment, stopp. Grimora Weiß. Ich weiß, dass ich für meine eine Mission habe ich zwei Stück gebraucht. Bootsbau. Da brauche ich Holz. Hier brauche ich Holz. Ja, die Maske des Königs. Ah, Titanlegierung brauche ich hier. Der Schmied hat dich gebeten, Schatzkarte zu finden. Ja, das kann ewig dauern.
Das eingeprägte Messer können wir auch vergessen. Ja, das war's. Das ist es gewesen. Das sind die einzigen Missionen, die offen sind. Okay. Dann sprechen wir mal mit dem Typen. Hier vorne. Mal gucken, was er dann so für uns hat. Hallo. Hallo. Oh, großer Wohltäter. Bitte hört unser Flehen an. Was gibt's? Die Wölfe haben verheerenden Schaden in unserer Stadt angerichtet. Und wir fangen gerade erst mit dem Wiederaufbau an. Das Ausmaß der Zerstörung ist jedoch enorm, sodass es uns an Metall und Holz mangelt. Ja, nicht bei euch. Bei mir auch. Ich weiß gar nicht, wo wir Holz herkriegen. Wir benötigen 20 Klumpen Eisenerz, 20 Lehmbrocken und 20 Holzscheite. Bitte, oh Mächtiger, bitte helft uns. Ich nehme sie gerne an, ich werde sie aber nicht erfüllen können. Eine neugeborene Stadt. Ja, schon gut, ich mach's. Aber hört auf, mich Allmächtiger zu nennen. Vielen Dank, dass ihr unserem Anliegen Gehör schenkt. Ja, Moment mal, ich überprüfe das Ganze jetzt erstmal. Missionen, Lauf. Jawohl. So, Eisenerz fehlen wir 3 und Lehm auch. Das wäre noch das kleinste Problem. Das kleinste Problem, aber Holz. Das ist schlimm. Ich habe keine Ahnung, wo ich dieses Holz bekommen soll. So, aber Moment mal, wir haben aber hier noch eine laufende Mission. So, und zwar... Das Leben der Wüste. Nein, das ist es nicht. Bootsbau. Wir mussten doch hierher. Okay, alles klar. Dann haben wir das scheinbar schon erledigt. Ich überlege gerade, in welcher Stadt ich noch nicht alle Waffen gekauft habe. Denn ich habe 83% meiner Waffensammlung und es wäre schön, die 100 zu erreichen. Aber ich glaube nicht, dass man alle Waffen... Doch, man kann bestimmt alle Waffen kaufen. Ich überlege gerade, ob wir... Oder man kann sie finden. Das könnte natürlich auch sein. Ist hier, wo ich mal hingehen werde. Ich werde jetzt mal ein bisschen... Moment. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen werde, Leute. Ich weiß es nicht. Ah, Moment. Hier. Entschuldigt, mein Herr. Ich habe eine dringende Bitte. Worum geht's? Wir erhielten Berichte über Banditen, die in den Öltempeln eingedrungen sind. Jedoch verbieten es uns, die Regeln, den Tempel zu betreten und die Eindringlinge zu erledigen. Ja, ich wusste doch, wir hatten doch eine Mission. Daher würden wir euch gerne bitten, die Diebe für uns auszuschalten. Aber natürlich. Ein verschütteter Schatten angenommen. Na endlich, ein Auftrag zum Töten. Seid bitte vorsichtig, es ist schlimm genug, dass die Banditen unser heiligsten Ort entweihen. Aber wenn sie das Siegel berühren sollten... Welches Siegel? Der Legende nach wurde ein mächtiger Schatten in einem Teil des Tempels versiegelt. Wenn sie während ihrer Schatzsuche auf ihn stoßen. Ja, das wäre nicht gut. Auch für die Banditen nicht. Okay, also müssen wir uns beeilen. Verstanden. Okay. Ich bin ganz Ohr, hatte jetzt auch noch eine Mission für uns. Wir haben ein Problem. In letzter Zeit sind viele Leute in den Sandstürmen verschwunden. Das ist nicht gut. Habt ihr eine Ahnung warum? Nein, die Soldaten untersuchten die Vorfälle, aber sie fanden nichts. Okay, nehme ich auch gerne an. Albträume und Staub. Besorgniserregend. Ich meine, wir müssen ja eh dadurch jetzt, wenn wir zum Öltempel wollen. What a headache. What is? We've not the time to worry about random bandits. The temple is really important to the masked people. Then perhaps they should. What the fuck, habe ich mich erschrocken. There's probably a rule about that. Hell, they can't even go inside the place. And thus my headache. Stop bitching and get moving. Everybody in Facade seemed kind of depressed. They were attacked by wolves, and their queen was dead. Everyone in the city really loved Vera, didn't they? Yeah. We should help them if we can. They've earned that much. You're right, Kaine. Is this it?
The shade that appears during sandstorms. Hab ich mich da gerade voll erschrocken. Wir haben ihn. Einfache Maschine. Nun ergibt es einen Sinn. Er hat die Leute angegriffen, indem er sich in riesigen Sandstürmen versteckt hat. Das ist ziemlich clever für einen Schatten. Wir sollten den Kunden lieber von diesem Schatten warnen. Okay, Auftrag erfüllt. So, aber ich möchte ja... Der Ödtempel... ist hier vorne. Da müssen wir hin. Ah, Moment, ich laufe, glaube ich, komplett falsch. Hier vorne müsste der Öltempel sein. Ja, genau, hier vorne müssen jetzt Treppen sein. Moment, ich glaube hier. Ja, das sieht doch stark danach aus. Jawohl. Der Öltempel. Ach nein, das ist gar nicht der Öltempel. Kann ich hier irgendwas tun? Nein. Okay. Das ist schlecht. Wo war der Öltempel? Die Karte. Ah, hier vorne. Da vorne. Alles klar. Da vorne ist der Öltempel. Aus welchen Gründen auch immer habe ich gedacht, das wäre die Fassade dorthin, aber liegt ja auf der kompletten anderen Seite. So, also müssen wir jetzt hier nach links. In Ordnung. Das sollte ich hinbekommen, das dürfte gar kein Problem sein. Okay. So, mal gucken, ob ich hier was tun kann. Untersuchen. Es scheint nicht mehr in Betrieb zu sein. Alles klar. Gut. So. Hier ist der Öltempel, nicht wahr? Wer bist du? Jemand ist am Tempeleingang. Der Bandit. Einer der Bandite. Hilfe! Hilfe! Seid ihr einer der Typen, die an den Tempel zerstören wollten? Warum sollte ich euch helfen? Die haben den Schatten freigelassen. Da ist ein riesiger Schatten drin. Wir waren nur auf der Suche nach Schätz. Ja, das hast du davon. Ich meine, wie auch immer. Er ist riesig. Ich konnte mich gerade noch retten, aber meine Diebeskamm... Ich meine, aber meine Freunde sind noch immer da drin. Es scheint, als wären unsere schlimmsten Befürchtungen eingetreten. Vergesst die Typen. Den Mist haben sie sich selbst eingebrockt. Wenn der Schatten so groß ist, wie sie sagen, dann ist es zu gefährlich, ihn am Leben zu lassen. Lass uns da reingehen und den Schatten erledigen. Alles klar. Moment, ich kümmere mich erstmal hier um den. Der geht mir nämlich... Danke, ich wollte es gerade sagen. Der geht mir ein bisschen auf den Keks. Warte, ich nehme noch einen. Moment, das ist die falsche Tasse gewesen. So. In Ordnung. Dann gehen wir. Oh... Hoffentlich muss ich die ganzen Rätsel da nicht mehr machen, diese Prüfungen. Okay. Alles klar. Kann ich da jetzt einfach durchlaufen? Sammeln. Pyrit. Ja, super. Holz wäre mir lieber gewesen. Ja, nee, das funktioniert nicht. Nein, ich muss dann hier durch. Und wahrscheinlich... Ach, natürlich. Die folgende Aktionen sind in diesem Raum verboten. Stationäre Eule. Was soll das jetzt bedeuten? Stationäre Eule? Ich habe keine Ahnung, was das Spiel mir damit sagen will. So, du bist raus.
Achso, ist das die stationäre Eule gewesen? So, erledigt. So, dann komm her, damit ich dich... Was ist denn jetzt los? Hä? Ich verstehe das nicht. Was war denn da jetzt so schlimm? Was habe ich denn gemacht? So, Wundsalbe. Okay, vielleicht durfte ich keine Magie nutzen. Keine Ahnung. So, oh, Meister der Prüfungen ist an der Zeit. Ja, 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 die nächsten Regel. Ja, lass mich einfach hier durch. Kraftkapsel erhalten. Hier. Oh nein. Ah, daran erinnere ich mich noch. Ja, ganz genau. Oh nein, und ich verliere jedes Mal Leben. Aber jetzt ist es nicht so schlimm. Ich weiß aber, damals hatte ich noch so ein kleines Stück Leben. Und ich hatte doch so Angst, dass mir dann was passiert. So war das doch. Hallo? Möchtest du da bitte? Ich hätte schwören können, ich war nah genug an der Tür dran. Da vorne liegt was. Ich möchte das haben. Hoffentlich ist es Holz. So, jetzt darf ich wahrscheinlich nicht ausweichen oder irgendwas war doch da. Hab ich noch in Erinnerung. Rennender Wolf, ich darf nicht rennen. Okay, aber ich darf Magie nutzen. So, hier drüben. Weg. Okay. So, und jetzt langsam. Oder darf ich jetzt rennen? Ah, ich glaube, jetzt darf ich alles tun. Es geht nur während den Kämpfen. Leben erhalten. Ja, immerhin, brauche ich ja. Auch für eine Mission, die ich aber nicht erfüllen kann, weil ich kein Holz habe. Muss ich jetzt alle Prüfungen machen oder kann ich jetzt einfach hier so durchlaufen? Hier komme ich auf jeden Fall... Achso, ja, hier wäre es eh nicht weitergegangen. Mal gucken, ob ich das Ganze einfach überspringen kann. Das wäre ja blöd, wenn ich ja wirklich jetzt alle Missionen... Was war das? Ich hätte schwören können, ich habe da was gesehen. Alle Prüfungen? Ich muss alle Prüfungen machen. Wie blöd ist das denn? Sonst öffnen sich die anderen Türen nicht. Obwohl, hier käme ich rein. Ja, gehen wir mal hier rein. Mal gucken, was wir hier haben. Ja, ich sehe schon. Ganz toll. Könnte sein, dass die Folge etwas länger wird. Zeitloser Affe. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Zeitloser Affe. Ich darf nicht getroffen werden vielleicht? Ich weiß es nicht. Jawohl, ich bin aufgestiegen. Grundsalbe. Zeitloser Affe. Ich habe keine Ahnung. Stehe ich unter Zeitdruck? Vielleicht. So, Moment mal. Ihr geht mir hier gerade auch echt auf den Keks hier. So, zack. Vorsicht, Nia. Ja, genau. Jetzt kommen hier noch welche. Aber das macht eigentlich gar nichts, weil mein Speer ist richtig gut, wenn ihr euch nicht schützt. Oder vielleicht darf ich mich davon nicht treffen lassen. Kann ja auch sein. Hier, Vorsicht, weg hier. Ah, das hier ist auf jeden Fall unser Boss. Weg, ausweichen. Okay, ausweichen. Sehr gut. Super. Und dann geht's hier weiter. Zack, zack. Weg damit. Das Wort Paho erhalten. Angriff plus 8%. Was ist denn das? Was sind das für weak Wörter? Na also, ist der Schatten, der eingesperrt wurde. Das war heftig. Kein Wunder, dass sie diese Dinger versiegelt haben. Dennoch war dieser Kampf eigentlich unnötig. Wohl wahr, lass uns den überlebenden Banditen schnappen und die nach Fassade zurückbringen. Den Überlebenden? Der hier? Ja, scheint so. Das ist der Einzige, mit dem ich interagieren kann. Okay. Den Öd-Tempel verlassen? Ja. Warum sollte ich denn den nicht verlassen wollen?
Ich werde hier verschwinden, bevor diese Typen zurück... Ah, ich fürchte, auf diese spitzenmäßige Idee seid ihr ein wenig zu spät gekommen. Ah, verdammt! Okay, du willst... Ich glaube, ich darf ihn nicht angreifen. Ach, hört schon auf. Haltet den Mund, ihr! Greifen wir ihn wirklich an? Ich bin mir unsicher. Sollen wir ihn... Ja, okay, alles klar, ist eh schon over. Ich krieg euch noch hierfür. Hey! Arschloch, ich kenne da ein Kind in der Stadt, das Mummeln spielen möchte, aber ihm fehlen noch zwei. Meinst du kannst ihm dabei helfen? Ja! Haltet sie fern von mir! Das war ziemlich zurückhaltend für deine Verhältnisse, Luda. Ich hatte eine Hasstirade von epischen Ausmaßen erwartet. Schiebst dir in dein Inhaltsverzeichnisbuch? Ah, wie geil ist das denn? Schiebst dir in dein Inhaltsverzeichnis. Seid ihr jetzt fertig? Dann lasst uns diesen Typen hier fesseln und Bericht erstatten. Alles klar. Hey. Ich hörte, ihr habt den Banditen in den Knast geworfen. Daher geht es ihm vermutlich besser, als er es verdient hätte. Das Siegel war bereits gebrochen, als wir dort eintrafen, aber wir konnten den Schatten besiegen. Vielen Dank, ich wusste, ihr wärt der Aufgabe gewachsen. Der König schickt euch diesen Lohn und möchte seinen Dank ausdrücken. 20.000 Gold erhalten, jawohl. Ein verschütteter Schatten ist abgeschlossen, alles klar. So, deine Mission haben wir auch abgeschlossen. Ein großer Schatten hat sich in den Sandstürmen versteckt. Das ist euren Leuten zum Verhängnis geworden. Er war innerhalb des Sturms? Kein Wunder, dass wir ihn nicht finden konnten. Vielen lieben Dank, hier ist eure Bezahlung. Bleibt wachsam, wo ein Schatten ist, sind für gewöhnlich noch weitere. 30.000 Gold erhalten. Die Mission Albträume und Staub ist abgeschlossen. Okay. So. Ich werde trotzdem mal die Karte hier öffnen. Alles klar, wir können hier sonst nichts tun. Ich werde aber auch mal Grimmer aufschlagen. Missionen 48%. Laufende Missionen. Ja. Eine neugeborene Stadt. Ach so, ja, natürlich. Das ist die Mission, die wir hier angenommen haben, die wir nicht erfüllen können. Leider. Okay. Dann soll es das jetzt für diese Folge gewesen sein. Ich werde dann in der nächsten Folge werden wir mit der Hauptstory weitermachen. Ich werde dann jetzt an dieser Stelle die Folge beenden und bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.